Was noch nie erlebt. Das sind vier Gegner. Tryhard Plus. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ganz kurz am Anfang eine kleine Aufgabe. Wenn ihr jetzt alle ein Like da lasst, dann kommt am Samstag ein Black Ops 4 Video zusammen mit Farid Bang. Das wäre natürlich zu krass. Ich glaube, das hat es auch noch nicht gegeben. Und ich würde sagen, heute ist erstmal der Snacks mit dabei. Ja. So, und wir testen heute gemeinsam die Damon, aka die neue MP. Das ist meine erste, ihr seht, Level 1, 0 gelevelt, weil letztes Mal habe ich euch die AR ja schon vorgelevelt, um sie euch im Video zu zeigen. Heute habe ich mir gedacht, wir machen den ersten Eindruck, denn der erste Eindruck ist ja auch wie im echten Leben quasi entscheidend, muss man sagen, oder? Ja, würde ich auch so behaupten, ja. Sehr gut. Check auf jeden Fall mal Snacks-Kanal ab, da haben wir nämlich auch die Tage, wird da ein Sniper-Video kommen, oder es ist auch vielleicht schon oben, wer weiß, was wir zusammen gemacht haben. So, jetzt will ich erstmal gucken. Ah, okay, das ist echt eine Burst-Waffe, Digga. Sieht aus wie die MP5K, Digga. Boah, das Iron-Sight ist ja unnormal sick. Oh mein Gott, Digga, alle sind hier im Gang. In diesem Gang drin, wa? Ja. Ja, in diese... Oh, das sind wirklich vier Leute. Ach, du Scheiße. Das ist unnormal gewesen. Aber krass, also das ist eine wie die G-Com. Ich wusste das ehrlich nicht. Ja, Mann, G-Com. Also das ist halt wirklich so eine Burst-MP. Oh nein, aber das ist eigentlich gar nichts für mich, glaube ich. Ich habe die schon mal in Dingens gespielt. Die in Blackjacks. Hier, wie heißt das, Mann? Blackjacks Waffenspiel. Wow, wie ich geraped wurde! Das war richtig krass, Digga. Ich muss echt mit der Waffe erstmal. Das ist ja so komisch, mit so einer Waffe zu spielen. Nein, ich. Oh, Mann, ich schieß beide One-Shot. Also, ich mochte solche Waffen nie. Ich vermute mal, es gibt einen Aufsatz oder einen Agenten-Mod, der dann dafür sorgt, dass es keine Burst-Waffe mehr ist. Also, gab es eigentlich immer. Ja, bei der G-Com war ja dieses Automatikfeuer. Und was war bei BO3? Wurde da auch was gemacht? Weiß ich zum Beispiel gar nicht. Okay. Die killt aber echt schnell, muss man sagen. Okay, jetzt wurde ich auch komplett gekillt, weil ich nichts machen konnte. Okay, also sie killt schon mal schnell, das gefällt mir. Aber man muss sich halt so übelst konzentrieren beim Schießen. Ja, weil sie halt auch so eine übelste Feuerrate hat, ne? Boah. Aber man kann natürlich etwas präziser spielen. Also das war schon nice, was ich gerade mit den beiden Jungs angestellt habe. Ich habe sie angestellt, als wäre ich der Filialleiter. Ich habe gerade ein ganzes Magazin veraimt, wie ein Hurensohn. Okay. Weißt du, was das Problem ist hier gerade? Dass du einen harten Cock hast und deswegen nicht so gut konzentriert bist? Genau das, weil da mein Blut ist halt nicht da. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Und ich finde keine Gegner, Digga. Ja, hier in der Kirche ist da gerade einiges los, Digga. Na, okay, ich habe jetzt easy 2 gefunden. Der Ort, an dem man mich sonntags nicht findet, im Übrigen. Den wollte ich dir noch abziehen, Alter. Abschieben oder abnehmen? Kennst du den Typen noch von Oliver Geissel früher? Nee, Digga. Echt nicht? Boah, dieser Ersin, Leute, wer das nicht kennt, ihr guckt euch bitte an. Gibt einen Oliver Geissel Ersin. Da meldet sich so eine fette Frau und er nimmt ihr so die Ehre live im Fernsehen, Digga. Das ist so krass. Die ist so fett und sie sagt so, sowas wie dich sollte man direkt wieder abschieben und ins Land zurückschicken. Und er so, abschieben oder abnehmen, weil sie so fett war, Digga. Ach so, ja, normal, Digga. Stand bei dieser Talkshow. Ja, dann. Ja, Digga. Er hat ihr so die Ehre genommen mit einem einzigen Satz, Digga. So plump, aber auch so geil, Digga. Ja, so ein typischer Ersin-Spruch, Digga. Abschieben oder abnehmen, sagt er einfach. Digga, zu gut, Mann. Im Übrigen hat mir Kollege Snacks gerade was gezeigt, dass einfach Kolle auf einem Dartbeat gerappt hat, auf Chase the Sun, auf seinem neuen Album. In Hood Tape 3, der letzte Track, oder? Oder ist es nicht der letzte? Ja, genau, das ist ja Testament. Wow, Ehre komplett einkassiert. Da was kommt einer, pass auf. Achso, nee. Digga, was? Also bisher erster Eindruck, Also es hat Vor-, aber hat auch Nachteile. Jetzt zum Beispiel hier, ich wollte es gerade sagen. Okay, das war krass, aber man muss sich halt so konzentrieren auf das Triggern. Wie ist der Rückstoß? Absolut nicht vorhanden. Okay, sehr gut, Mann. So, vielleicht können wir jetzt ja mal die kleine Streak hier aufbauen. Unser Heli oder feindlicher Heli? Ich glaube, es ist unser Heli, Mann. Er lebt noch, Leute, ich kann nicht mehr. Ja, er lebt noch. Ey, das ist so lächerlich, wirklich jetzt. Ja, die Leute geiern ja unnormal, Digga, das ist ja unnormal. Digga, ich kann es nicht glauben, ich hätte hier, dass ich diesen Kill nicht gemacht habe, das regt mich gerade selber so auf. Man muss sich halt so daran gewöhnen, Leute, das ist ein ganz anderer Spielstil, mit so einer Waffe zu spielen. Guck mal, das zum Beispiel jetzt, da hat mein Finger kurz gepennt und schon ist meine Lebensgefahr, wo man das mit der normalen MP immer geholt hätte. Aber natürlich habe ich auch noch keine Aufsätze. Wie in der Schule, da habe ich auch keine Aufsätze gemocht. Da habe ich die Schule gerne mal geschwänzt an diesen Tagen. Ja, ja, habe ich auch das Öfteren gemacht. Ja. Jetzt wieder die gleiche Situation, ey. Aber diesmal überlebe ich's. Ich will mir jetzt unbedingt einen Blitzschlag holen. So viele, Alter. Das
gibt's hier was umsonst oder was? Das hat mein Dad immer früh gesagt, gibt's hier was umsonst, wenn so viele Menschen da sind. Okay, nice, ich hab die Streaks. Der Decker hier versteckt sich hinterm Felsen, Alter. Aber als ob, guck mal Leute, wie er nicht angezeigt wurde! Ich schwör, Leute werden mit Vision Pulse nur einmal angezeigt. Geiler Ersatz für den Orbi, Digga. Voll gut, dass sie das gemacht haben. Ja, ist auch voll Standard, Digga. Hast du den Tweet gesehen, dass Wonderhorn nicht mehr darüber angesprochen werden will? Hat er, ehrlich einen Tweet gemacht darüber? Nee, er wurde in der Pressekonferenz angesprochen. Also mäßig, wie sieht's mit dem V-Set aus? Und er sagt einfach nur, ich kann's nicht mehr hören. Nice, dann mach die doch einfach rein, dann muss es auch nicht mehr hören, Digga. Ja, ist auch so, Alter. Was ist los mit dir, ey? Das ist doch das. Mach den Orbi rein und alles ist gut so. Okay, Digga. Digga, was war das? Tschüss! Mein Blitzschlag hat alle rasiert. Aber komplett. Was ist das, der Blitzschlag? Ja, ist ja. Man sieht es nicht mehr, was passiert, oder? Er kommt einfach jetzt rein, Digga. Jetzt gerade, oder? Nee, ich hab den noch. Ich hab die beiden genutzt. Ach nee, alles egal. Aber der Blitzschlag war trotzdem. Da war trotzdem ein Blitzschlag. Oder hast du nur gescannt? Nee, das war einer von unserem Teammate. Aber danach sind alle gespawnt. Ach so. Und dann habe ich genau den Blitzschlag ins Spawn gemacht. Ja, das war ja gerade zu krass, Mann. Ich vermute mal, dass der eigentliche Grund ist, dass du dir gerne die neue AR freischalten würdest. die ist echt okay, aber nicht so krass. Also nicht so ultra krass. Sorry, ja. Skinning all frequencies. Digga, du weißt sicherlich, dass ich am Montag Geburtstag habe. Und da freue ich mich auch schon auf deine Geschenk Geburtstag. Ist unbesorgt. Ah, sehr gut. Darf ich raten, was das Geschenk ist? Darfst du gerne mal raten, ja. Du ziehst von meinem Konto 9700 COD-Points ein. Nein, ich ziehe von deinem Konto Geld ab, damit du nicht mehr so viel Steuern darauf zahlen musst. Ja. Ah, quasi so wie eine steuerliche Ausgabe. Kann man das dann auch steuerlich dem Steuerberater auch so zeigen? Kannst du machen, ja. Okay, das heißt. Ich habe ihm das erlaubt auch. Ah, nice, okay, gut. Ja, cool, Mann. Weil ich habe auch langsam keine Lust mehr, so viel Steuern zu zahlen. Dementsprechend finde ich das echt super, dass du da nicht gedacht hast. Ja, ich dachte mir so, greifen wir die mal unter die Arme. Ne? Manchmal macht die Waffe schon krasse Sachen. Das zum Beispiel, es war irgendwie durch die Wand halb. Der Typ wurde absolut weggemacht, wie Insekten. Es ist halt nicht die wirklich geilste Map für die Waffe, muss man sagen. Nee, die ist halt echt auf Long Range. Obwohl, du kannst hier austesten, ob die Waffe auch auf Long Range gut ist. Okay, da gerade ging's und der Typ hat sich halt umgedreht. Ja, wir haben natürlich auch jetzt tryharder Gegner. Wobei, man muss gar nicht so hart auf Long Range gehen. Und du kannst ja auch... Kann hier... Nein, als ob er unten ist! Was? No way! Oh, mein Sensor da ist noch da. Ehrenmann. Sehr geil, Mann. Das freut mich aber für dich. Wie gewonnen, so zerronnen. Also das ist schon so, ihr seht es, Leute. Es ist schon, ich weiß nicht, Mann. Ich fühl's noch nicht so wirklich krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber du hast ja halt lange keine Burst MP mehr gespielt. Ja, ich mochte die auch nie, Verhalten. Digga. Faro mochte ich einigermaßen. Da konnte man aber auch, glaube ich, gedrückt halten. Hier kann man nicht gedrückt halten. Die G-Com war heftig, fand ich, Mann. Guck mal, Leute, das ist jetzt auf Long Range gegen einen Typen mit einer Schwertfisch, so. Als ob er ihm jetzt gegeben hat, einfach krass. Und komplett die Ehre genommen. So, zack, der wird hier weggemacht, der Typ, Alter. Guck mal, Leute, das ist so komisch, weil den hätte man eigentlich kriegen müssen. Ich habe ihn jetzt zum Glück noch verfolgt. Sehr geil, Alter, das freut mich für dich. Digga. Wo ist denn der? Mann! Weißt du, was ich hasse? Ich hasse die Waffe auf der Map. Aber ist die Waffe an sich nice, Digga? Ich will es wissen, Mann. Es fühlt sich schon ganz nice an, sag ich jetzt mal. Aber es ist halt so die Frage, Digga. Kriegst du den? Marcel, ich hab echt mehr von dir erwartet, Digga. Den Typen zu holen, oder was? Ich hab nicht mal da hingeguckt. Ja. Ich hab deinen Pfeil gesehen, Alter. Ja, okay, ich habe ja ein Video beweist, Digga. Du hast meinen Pfeil gesehen, jetzt hab ich... Der ist fake, Alter. Wir haben so einen Heli kassiert. Nein! Ja, ich geh raus, Digga. Machen wir mal eine vernünftige Runde. Ich habe mir jetzt aus der MP eine AR gebastelt, und zwar mit Rotpunkt, High-Kaliber und Griff. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die damit kann. Also jetzt ist sie quasi so ein bisschen AR-mäßig, und wir machen natürlich hier diese... Komm, ich nehme mal die Tarn, die ich noch nicht benutze. Bin ich mal gespannt. Also wenn die jetzt was kann auf Long Range, dann könnte das echt eine nice MP sein, weil das Spiel ist ja halt... Ich finde, in dem Spiel sind die Waffen schon gar nicht so schlecht mittlerweile gebalanced eigentlich. So, auf Long Range gewinnst du halt mit einer MP fast nie, aber auf Short Range gewinnst du halt meistens. Deswegen können wir mal gucken, was die MP mit diesem Aufsatz jetzt kann. Jetzt hat das Spiel sich nämlich einmal selbst gefickt, und zwar haben wir die beiden, die aussehen wie Noobs, ins Team bekommen. Diesen PRBZZI und FR7ZR, und das sind locker Tryhards, und nur weil sie das niedrigste Level sind, hat das Spiel das wieder in unser Team gegeben. Es ist so, das Spiel wollte uns ficken, jetzt wird's aber mal gefickt. So. Ja, ist auch so, Alter. Wahrscheinlich sage ich das jetzt in GA einfach 10 zu 43 jetzt diese Runde. Irgendwie weiß ich nie, wie ich am Anfang laufen soll. Vor allem nicht hier lang, Digga, nicht mit einer MP. Digga, was, wie viele Leute kommen da bitte? Aber da hat er so, oh ja, Digga.
Schön weggeräumt. Hast du den geholt hier? Nee, da ist noch einer. Nice, okay. Okay, die Waffe fühlt sich schon ganz nice an, aber... das war dumm. Oh, ich hab's überlebt, was? Oh, sehr nice, Alter. Nein. Danis, Spanis, Alter. Noch einfallsloser ging's nicht, Alter. Okay, nice. Also jetzt, bis jetzt läuft. Jetzt gerade läuft's richtig nice. Jetzt gerade macht's richtig Spaß. Okay. Was? Danke, Teammate. Digga, hau. Hast du den hier? Bitte hol den. Nein. Wo warst du denn? Oder bist du immer noch da? Ja, warte. Das ist die schlimmste Situation. Nein! Oh! Oh mein Gott, Digga. Ich war so getrappt, Alter. Er hatte 10 HP, meine Muni war leer. Digga, was ist los mit den Gegnern? Ja, ich musste auch bei jedem bisher komplett sweaten. Das ist ja unnormal. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass ich 6 Kills am Stück hatte. Ja. Okay, das können wir irgendwie überleben. Das Problem ist, der andere gibt ihm Schützenhilfe. Okay, das war nice. Nice. Danke, Chris. Oben steht irgend so ein Lelek, Alter. Muss ich auf meinen Großkaliber verlassen. Hoch hier. Der Großkaliber ist sehr stark. Hast du auch... Gibt es auch 1 und 2 bei der Waffe? Nice. Ja. Das ist sehr gut, Mann. Ich dachte, ich krieg den anderen zuerst. Wie, aber das ist so krass, Digga. So eine Titan, wie die einen auch durch die Wand holt, Mann. Das ist so krank, Alter. Und du brauchst immer Vollmantelgeschoss. Er challenge mich. Ja, jetzt holt er mich durch die Wand, oder? Ich warte mal kurz hier. Einer ist da oben drin, glaube ich. Okay, Digga, das ist die schlimmste Situation mal wieder. Die sind alle rechts von mir. Ich wurde so gepinscht. Du hast noch nie erlebt. Ohohoho, das sind 4 Gegner. Komm. Jawohl, der Move hat geklappt. Nice. Sehr geil, Alter. Okay, du kannst nichts machen, Leute. Seht ihr das? Was ist das für eine schlimme Lobby, Digga? Dieser Danis Spanis, der hat auch einen guten Spot sich ausgesucht. Er chillt die ganze Zeit hinter diesem alten Truck, Alter. Komm, ich lauf vor, Bruder. Ich bin Kanonenfutter. Danke. Digga, was? Komm, stirb jetzt. Er will auf den Turn-On gehen, alles klar. Da oben ist einer, oder? Aber nicht ganz oben. In dem Turm, ja. Wow, Digga. Nein. Oh, Teammate, danke. Okay, nice. So. Warum splitten die sich? Digga, ich... Ganz ruhig. Das ist eine schlimme Lobby, Digga. Okay. Okay, also ich muss bisher sagen, ich gebe der Waffe so eine... Klar, eigentlich ist es eh immer die Lobby entscheidend, wie man die Waffen findet. Das ist ja das Traurige, Digga. Ja. Der campt jetzt zum zweiten Mal. Guckt euch das an, Leute. Was willst du da machen, Digga? Ich schieße ihn sogar fast noch down. Also, ich glaube, die Waffe hat Potenzial auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist keine, die ich jetzt öfter spielen werde, die ich mir jetzt einfach so einpacken werde, so aus eigener Kraft. Also, ich glaube, wenn man mit der Waffe so auf Close Range... Aber jetzt das zum Beispiel war jetzt nice. Das war jetzt richtig nice. Mit der Waffe kannst du auch gut auf Close Range, glaube ich, gut spawn trappen. Ja, man muss sich halt so konzentrieren. Also es ist nicht so eine. Ich finde so Waffen, wo du so triggerst, sind immer so. Ja, nicht so Chill-Waffen einfach. Ja. Du musst dich halt mehr aufs Aim konzentrieren. Boah, okay, wer hat mich jetzt geholt? Ach da, der ist wahrscheinlich. Leute, war das frech, wie er direkt danach gestorben ist. Ach du Scheiße. Guck mal, wie er da hinten campt, Digga. Eklig, den hole ich mir safe. Ja, oder auch nicht. Oh ja. Nein. Oh, wie konnte ich das überleben, Alter? Ich habe Vision Pulse. Wie viel HP? Wenn du mehr als 12 hast, bist du ein Unehrenmann. 35, gib mir einen Headshot, Alter. Hast du Vision Pulse angemacht? Oh mein Gott. Ja. Wow. Ich wollte gerade sagen, wie krass wäre es, wenn die da spawnen. Auf einmal spawnen die wirklich zu 6 vor mir. Ja, jetzt werden wir gehackt. Das wäre so ein Feed gewesen. Scheiße, Alter. Okay, nice. Aber immerhin gewonnen, Alter. Boah, dieses gehackt werden ist echt belastend. Da mache ich auch morgen ein Video drüber, Leute. Aber dieser EMP, ich finde den eigentlich ganz nice, weil der hat gefehlt. Ja, es hat schon was auf jeden Fall. Es ist halt schon sehr stark, würde ich sagen. Na gut, Leute, lasst dem Video gerne ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt den Kanal von Snacks ab. Wie gesagt, dort das Sniper-Video abchecken. Wir sind erstmal raus für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.